Hier seid ihr genau richtig, wenn ihr wissen wollt, wie man Mandelkrokant selber macht. Für krokante Eis, für Frankfurter Kranz oder zur Deko. Dafür braucht ihr 125 Gramm gehackte Mandeln, 60 Gramm Zucker und 10 Gramm Butter. Die drei Zutaten kommen jetzt in die Pfanne und werden geröstet bzw. karamellisiert. Vorab solltet ihr euch ein bisschen Backpapier oder Alufolie bereitlegen, wo nachher das fertige Krokant draufgelegt wird zum Abkühlen. So, jetzt machen wir das einfach zusammen. Das kommt jetzt hier alles in die Pfanne. Und ganz wichtig ist, dass ihr nicht weggeht. Also wirklich die ganze Zeit rührt, damit euch die Mandeln nicht anbrennen. Der Vorteil von selbstgemachtem Krokant ist, dass es viel günstiger ist und viel leckerer. So, ich rühre jetzt mal fleißig und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Krokant wird auf mittlerer Stufe gute 5-6 Minuten gerührt, bis es schön goldbraun ist. Und jetzt ist mein Krokant fertig. Und ich brauche das gleich für Krokanteis. Und die Reste oder das, was übrig bleibt, gebe ich einfach in ein Glas. Das kann wunderbar aufbewahrt werden fürs nächste Dessert als Deko oder eben fürs nächste Eis. So, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!